Ja, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Kingdom Comes. Wir sollten mal dem Burschen da folgen, wa? Der den Ring hat. Morgen müssen wir dringend. Na, ist das schon. Sachen verkaufen. Okay, das ist deine Hut. Okay, kommen wir da noch anders rein. Hier sind auf jeden Fall Brennnesseln, die wir noch klauen können. Das Problem ist natürlich, die Wachen, die hier in Massen rumlaufen. Das bedeutet aber trotzdem, wir können ja. Die Wache kommt. Die Wache. Problem ist, er ist noch wach. Wie haben wir das? Er wird noch eine Weile wach sein. Wir sollten uns vielleicht hier irgendwo mal hinpflanzen. Setzen. Haben wir noch was zum Lesen? Ist nicht ganz so. Aber ja gut, wenn wir noch was zum Lesen hätten, könnten wir natürlich hier auch noch lesen. Haben wir natürlich nicht. Haben wir nicht. Dann. Bis da. Nein! Wow. So. Um die Uhrzeit sollten bis auf die Wachen alle pennen. Ich weiß halt nicht, aber eigentlich müsste Nachtwache auch weniger sein als am Tag, die Wache. So ist es nun mal normal, würde ich sagen. Ne? Nachts will jeder pennen und am Tag. Hey, bleib stehen! Zeig mir, was du ba. Was ist los? Ich sitze hier nur. Sicherheit geht vor. Sehe ich so aus, als müsste man mich durchsuchen? Ich wollte dich nicht beleidigen. Geh nur. Aha. Dann ist ja gut so. Du willst mir nicht sagen, dass die Wache jetzt da. Okay. So, Rüstung. So, jetzt müssen wir mal gucken, was. Also, wir legen dich ab. Alles hier unten legen wir erstmal ab. Auch natürlich die Halskette. So. Das ist gut. Wir machen damit Geräusche, sind aber nicht ganz so doll sichtbar. Und auch nicht ganz so doll auffällig. Okay. Das sollten wir anbehalten. Und ich auch. Ich vergesse immer, wie das Wegpacken der Waffe oder von dem Teil ist. Wir sind hier in der City. Oh, da ist eine Dame. Sorry. Ich kann es mir nicht erlauben. Thronschlüssel? Okay. Ja, leichtes Schloss. Okay. Der Vorteil, den wir natürlich haben, fällt mir gerade wieder so ein. Bap, bap, auch wenn mein Pferd weit weg ist. Sachen kann ich machen. Ja. Okay. Das hier fällt mir jetzt gerade gar nicht. Ich gar nicht sehe. Okay, hier schläft aber auch niemand. Ja gut, Essen braucht man nicht wirklich stehlen, muss ich leider so sagen.
Branntwein, ja, den nehmen wir natürlich mit. Aber. So. Wie war denn das Einstecken der Fackel? Da gab es ja, glaube ich, auch irgendeinen Code für. Aber egal. Ja. Ich seh zwei Mann, Mist. Da ist noch eine Wache. Das ist aber nicht der. Hä? War das der? Kann das sein, dass er das war? Ich bin mir halt nicht sicher. Nein. Gefährte, du hast etwas, was mir gehört. Das will ich zurückhaben. Sehr schön. So. Erstmal die. Oh, schon wieder ein Unglückswürfel. Warum haben wir die Fackel nicht an? Achso, weil wir das Schild angezogen haben. Und da fehlt uns noch was. Der Bogen. Der Bau. So, das bedeutet. Er pennt. Er ist am Pennen. Wir könnten. Wie spät haben wir das? Wir können natürlich noch eine Runde schlafen gehen. Jo, rufen wir unser Pferd. Hallo? Da bist du, Schatzi. Kannst du uns mal bitte schnell zum Müller bringen? Danke dir. So, und wir gehen mal kurz schlafen. Lupp, die Waldfee. Eine Runde heier, heier, heier machen. Dann so, wupp. Ich würde sagen. Ja, bis 9. Lass uns bis 9 schlafen. Das sind 7 Stunden. Das sollte ja passen. Energie lädt sich doch relativ schnell auf, ne? Ah. Ja, ja, ja. So. Ausgeschlafen. Dann können wir mal gucken, ob wir erstmal was zu essen haben für unseren Huhn. Für den Müller haben wir Sachen zu verkaufen. Der müsste ja mittlerweile auch gut Geld haben. Warum soll ich aufpassen? Ha, ha, ha. So. No, das kommt woanders hin. Das kommt auch erstmal in unseren Fundus. Den werde ich verkaufen. Das kommt in unseren Fundus. Das kommt in unseren Fundus. Das nehmen wir auch schon mal mit. Ja, hier. Dass das nicht als gestohlen gekennzeichnet ist. Das kommt auch in den Fundus. Besserter Spitzfeil. Mülle, ich hab da was. Ich habe hier. Du hast noch eine Schatzkarte, die will ich jetzt aber gerade nicht haben. Also.
Allergewöhnlichster Würfel. Ein außergewöhnlich raffiniert gezinkter Würfel. Schön. Okay, wir fangen mal hier an. Wir verkaufen. Du hast 10.000. Da können wir dir ja wohl ein bisschen was verkaufen. Obwohl da gar nicht so viel rumkommt, wa? Wenn man das jetzt mal so sieht, 500 nur. Die Sachen kommen bei uns wieso in die Dings rein. Die Salami verkaufe ich. Brot können wir noch verkaufen. 4 Tage, du machst 7 satt. Hopp. Nö. So. Ein Glückswürfel, wenn dir das Glück zulächelt, lächelt zurück. Du siehst sonst verdächtig aus. Aha. Nackte 3 Würfel. Die Legende besagt, dass mit diesem Würfel mehr als nur eine Maid ihr letztes Hemd verliert. Okay, also den behalten wir. Den Schrumpfwürfel behalten wir. Dich verkaufen wir. Du bist wieder dieser Unglückswürfel. Und die kommen in meine Truhe erstmal. Und dann. Look. Lässt sich was. Gucken wir mal, dass wir 600 rauskriegen. Das wäre natürlich nice. Alles, was mehr ist, ist perfekt. Oh, er geht uns jetzt schon. Dann gehen wir ihm entgegen. Ja. 650, also mehr gemacht, als wir ursprünglich gehofft haben. Inventar, wir geben dich dahin. Dich geben wir erstmal weg. Du kommst weg, die Schatzkarte kommt weg. Die Würfel nehmen wir mit. Dum, dum, dum. Ja, komm, so. Das reicht, was wir an Geld dabei haben, dann würde ich sagen. Der Wildschweinhauer kommt weg. West. So, dann billig Wein. Du natürlich. Edler Wein. Du. Konservierungsmittel brauchen wir wahrscheinlich später, wenn wir Sachen machen. Also mal Alchemie irgendwann mal anfangen. Weil diese Tränke, ne, für 5 Minuten ist der erlittene Schaden verringert. Das sind halt so saugeniale Tränke, die man hier wirklich herstellen kann. Muss man einfach so sagen. Ja, wir nehmen 2 Ringelaufgüsse mit. Geht noch. Wir haben auch nicht... Doch, Pfeile haben wir noch hier zum Ablegen. Auch wenn die nicht wirklich viel... Haben wir hier so viele Jagdpfeile dabei? Okay. Aber das wiegt ja ein bisschen zumindest was. Ein bisschen. So, den Rest. Jo, können wir eigentlich so lassen, wa? Sollte passen. So, was war. Nee, du warst nicht die Taste. Du auch nicht. Weiß nicht, was die Wegstecktaste ist. Muss ich leider Gottes so sagen. Das stört mich so ein bisschen. Warte mal, wir können doch noch mit Theresa reden, wenn wir schon hier sind. Ich glaube aber, wir sollten am Abend wiederkommen, ne? Du bist wahrlich eine Augenweide. Danke dir. Wie wäre es jetzt gleich? In der Stadt? Jetzt geht es leider nicht. Okay, am frühen Abend sollen wir also wiederkommen. Kriegen wir hin. So, dann ab hoch nach Ratai. Ja. So, Ring wegbringen und die Träger aussuchen. Ich hoffe, ich kann mich noch erinnern. Irgendeiner musste seine Mutter versorgen. Und daher als Wasserträger, genauso wie die Dame, soll auch als Wasserträger eingesetzt werden. Schauen wir mal. So. Wo ist der? Da unten? Kommst du gerade hoch? Extra für mich? Au, leck, leck, leck. Landstreicher. Scott, was kann ich für dich tun? Naja. Ich habe den Ring. Ha, die arme Frau wird Freudentränen weinen. Hoffentlich hast du deine Taschen auch gut gefüllt.
Du bist so tüchtig, du könntest der König der Diebe von Ratai sein. Oh, okay. Was hast du sonst noch für mich? Diesmal was ganz Besonderes. Es gibt da so einen Stoffhändler aus Ledetschko, der ab und an nach Ratai kommt. Der Bastard behauptet, Armut wäre Gottes Strafe für unsere Sünden. Dem würde ich gern zeigen, wie Gottes Strafe aussieht. Wenn du ihn um sein Gildensiegel erleichtern könntest, wird die Schmach ewig an ihm haften, sobald die Gilde Wind davon bekommt. Gottes Mühlen mahlen langsam, aber stetig, was? Und wir treiben sie ein bisschen an. Zum Dank habe ich was ganz Besonderes für dich. Nur ab. Bin dabei. Alles Gute. Das bedeutet, wir müssen nach Ledetschko, da müssen wir ja so oder so hin, weil wir ja mit der Dame auch noch sprechen wollen. Aber vorher will ich halt so viel wie möglich in Ratai erledigen eigentlich, weil es müsste auch bald wieder, wie sagt man so schön? Verdammt, halt dich von den Leuten fern, wenn du nicht reiten kannst, du Tor. Halt dich vom Pferd weg, wenn du nicht laufen kannst, du Tor. Kann ich auch sagen. Mann. So, dann gucken wir mal. Da stehen welche. Und wo ist sie? Ich dachte, die junge Dame steht hier auch. Tona, Feld, Pickel, Bartek war es, glaube ich, oder? Gott schütze dich. Dich auch. Bist du wegen der Stelle des Wasserträgers hier? Ja, mein Name ist Bartek. Schön, dich kennenzulernen. Ich stelle dir kurz ein paar Fragen. Ja? Gut. Nur zu. Was hast du vorher gemacht? Für meinen Vati gearbeitet. Als was? Und wer ist dein Vater? Er heißt Hies Moimir. Wir hatten bei Skalitz einen Hof. Wirklich? Seine Helfer gingen oft in die Schenke, aber dich habe ich nie gesehen. Ich gehe nicht in Wirtshäuser. Du bist hier, um Wasser zu tragen, richtig? Ja, ich will Wasser tragen. Mehr hast du nicht dazu zu sagen? Aber darum geht's doch, oder? Wie kommst du zurecht? Tja, bin am Leben. Aber Vati fehlt mir. Und der Hof auch. Mutti sagt, es bringt nichts, sich zu grämen. Das Leben muss weitergehen. Okay. Was war da mit dem Vogt? Er konnte niemandem ein Wort entlocken. Hab einfach nicht mit ihm reden wollen. Das wäre vorerst alles. Okay. Bartek? Cornelius? Gott sei mit dir. Du willst die Stelle als Wasserträger? Allerdings. Wird Zeit, dass uns mal wieder was Gutes widerfährt. Stimmt. Ich hätte zuerst nur ein paar Fragen. Was? Aber ich will die Arbeit und hab sie auch verdient. Spar dir deine Fragen für die Taugenichtse auf. Weshalb solltest gerade du die Stelle verdient haben? Was bist du von Beruf? Ich besaß eine Mine. Also, ich hatte sie als Lehen. Aber in unserem Geschäft kommt das aufs Gleiche raus. Ein Minenbesitzer. Aber hast du je einen Eimer Erzberg aufgeschleppt? Wozu schleppen? In der Mine gibt es dafür Winden. Wasser tragen ist harte Arbeit. Eine Mine zu verwalten auch. Aber das ist was anderes. Zum Wassertragen braucht es Armschmalz, nicht Hirnschmalz. Ich wurde nicht als Minenbesitzer geboren, weißt du? Hab genügend geschleppt. Du könntest auch die Latrinen leeren. Willst du mich beleidigen? Das ist keine Arbeit für anständige Christen. Deshalb gibt's dafür das Doppelte. Das Doppelte, wie? Nicht schlecht, nicht schlecht. Aber ein Mann meines Ranges... Bestimmt haben es andere nötiger. Das Doppelte. Wie ergeht es dir so in Ratai? Nicht so gut. Wollte dem Vogt meine Fähigkeiten als Verwalter anbieten, aber der behandelt mich wie einen Bauern. Er ist nicht der umgänglichste, wohl wahr. Aber wenn du ihm beweist, wozu du fähig bist. Wenn er mir denn die Chance geben würde. Der Vogt beschwerte sich, dass er dir kein Wort entlocken konnte.
Hab mich geweigert, mit dem zu sprechen. Letztes Mal hat er mich angebrüllt und damit gedroht, mich auszupeitschen. Und dann verhört er mich. Na, verständlich, dass du ihm die kalte Schulter zeigst. Das wär's fürs Erste. Gott sei mit dir. So, also Cornelius könnte Kacke schlüpfen. Gott schütze dich. Du bist hier, um Wasser zu tragen? Ja, kann den ganzen Tag Wasser schleppen. Also, willst du die Stelle? Es gibt nämlich genug andere, die sich darum reißen. Und wie ich sie will. Was muss ich machen? Du möchtest also Wasser tragen? Das will ich, seit ich heute Morgen aufgestanden bin. Und vor heute Morgen hattest du andere Arbeit, oder wie? Nein, nein, war bloß ein Scherz. Sag mir, was hast du vorher gemacht? Erst war ich Schürfer, dann Hofknecht, dann Bediensteter. Dann bin ich aus Skalitz geflohen und hier gelandet. Ein Mädchen für alles, wie es scheint. War dir etwa keine Stelle gut genug? Doch, gemocht habe ich sie alle. Aber ständig haben sie mich was anderes tun lassen. Pickel, sagten sie. Lass das und mach dies. Pickel? Das ist dein Name? Eigentlich heiße ich Vasil, aber man nennt mich Pickel. Du hast gar keine Pickel. Nein, Pickel, wie Picke. Hab eine Spitzhacke geschwungen. Ah. Du könntest aber natürlich auch Latrinen leeren. Was? Scheiße tragen? Das wäre mal was Neues. Obwohl ich damit nicht hausieren gehen würde. Wie kommst du hier zurecht? Was soll ich sagen? Gab schon bessere Tage. Was war da mit dem Vogt? Er konnte niemandem ein Wort entlocken. Der Pfau, der dauernd rumstolziert und jeden in seiner Nähe niederbrüllt, hat gesagt, er hätte keine Zeit, so einem Hornochsen wie mir zuzuhören. Also war ich still. Ja, verständlich, verständlich. Mal gucken. Ich könnte ein gutes Wort für dich einlegen, aber eine Hand wäscht die andere. Das habe ich jetzt nicht wirklich verstanden. Das ist ein Sprichwort, du Tölpel. Ich tue etwas für dich und im Gegenzug tust du etwas für mich. Aha, verstehe. Tja, wie es der Zufall so will, habe ich da was. Einen Schatz jenseits jeder Vorstellungskraft. Ein Schatz, sagst du? Jetzt bin ich aber ganz Ohr. Ich sehe, bist du ein kluger Bursche. Einer, der ein bisschen was über die Welt weiß. Ich habe ein Stück vom Schwert der Königin von Saba. Nie von ihr gehört. Wer ist sie? Sie war eine große Königin vergangener Tage. Hat Salomon ein Schwert gegeben, das magische Kräfte hat. Magische Kräfte, was? Man sollte nicht alles glauben, was man hört. Nein, es ist wahr. So steht es in der Bibel. Ach so. Wenn man das Schwert erstmal zusammenfügt, ist man unbesiegbar. Es schneidet durch Knochen, Stahl und sogar Stein. Verstehe. Aber du hast nur ein Stück des Schwertes. Was nützt dir das? Der Kerl, dem ich es abgekauft habe, hat nicht das ganze Schwert gehabt, sondern bloß Bruchstücke verkauft. Die haben heilende Kräfte und geben dir... Mannesgrab. Okay. Was sagst du? Hab gemacht. Hand drauf. Ich besorge dir die Stelle und du gibst mir dafür dein Stück vom Schwert der Königin von Saba. Einverstanden. Auf bald. Ich glaube, wir sollen mal mit den anderen auch noch reden. Ich möchte etwas... Was gibst du mir, wenn ich dir zu dieser Stelle verhelfe? Hab nichts herzugeben. Na komm schon. Beweise mir, wie sehr du die Stelle willst. Mutti hat gesagt, dass ich helfen soll. Wenn du meine Hilfe nicht willst, bitte sehr. Ehrlicher Mann, der kriegt die Stelle. Das wäre vorerst alles. Auf bald. So. Ich möchte... Was würde für mich dabei herausspringen, wenn ich dich empfehle? Ah, so läuft das also, was? Ein ehrbarer Mann bekommt nur Arbeit, wenn er Silber springen lässt? Ich versuche doch nur, dir zu helfen. Es wäre nicht leicht, den Vogt zu überreden, dich zu nehmen. Na schön. Ich hab zwar nichts, aber wenn ich ein Wörtchen mit dem Sasauer Schmied wechsle, macht er dir einen guten Preis.
Kein Interesse. Ich kenne bereits genug Schmiede. Da musst du dir schon was Besseres einfallen lassen. Aber sonst habe ich nichts zu bieten. Das oder gar nichts. Mhm. Das wär's fürs Erste. Auf bald. Also, er auf jeden Fall. Pickel kriegt Kaka. So viel steht außer Frage. Bona? Gott segne dich. Kann ich dir helfen? Du bist hier, um Wasser zu tragen? Ja, wo krieg ich Eimer her? Warte. Noch ist nicht entschieden, wer die Arbeit bekommt. Erst brauche ich ein paar Antworten von dir. Wozu? Ich pack das schon. Aber frag nur. Was hast du vorher gemacht? In den Minen gearbeitet. Oh, okay. An der Winde. Du hast bestimmt von Tonda die Winde gehört. Stark wie ein Ochse. Ah, der Name kommt mir bekannt vor. Du warst einer der neuen Bergarbeiter, oder? War ich. Bin letzten Herbst dazugekommen. Der Winter war milde genug für die Bergarbeit, also konnte ich allen zeigen, dass ich zupacken kann. Kriege ich die Stelle? Wir sind noch nicht fertig. Sehr nice. Bist du hier, weil du Wasser tragen willst? Naja, lieber würde ich wieder an der Winde stehen und sie drehen, bis allen der Kopf schwirrt. Aber Wasser kann ich auch tragen. Wenigstens gibt's dafür Geld. Okay. Du könntest auch etwas anderes tragen. Scheiße. Nie im Leben. Ich trage niemandes Scheiße. Und wer mich zwingt, dem breche ich die Beine. Okay. Was, wenn ich sage, dass du das Doppelte bekommen würdest? Das mit den gebrochenen Beinen hast du verstanden? Habe ich. Aber das Doppelte. Ich wäre ja, nicht mehr Tonda die Winde, sondern Tonda der Kackeschlepper. Okay. Wie läuft es so bei dir? Nicht gut. Ich helfe hier und da aus und krieg etwas Geld dafür, aber reichen tut's nicht. Besonders dann nicht, wenn sich auch noch die Würfel gegen mich verschworen haben. Oh, ein Spieler. Hast du nach anderer Arbeit gesucht? Wozu? Sie nehmen die Minen wieder in Betrieb, dann acker ich wieder wie ein Mann. Hm. Du könntest als Wache anfangen. Das tun echte Männer, oder? Stimmt, das könnte ich bestimmt gut. Oh, Ruf verschlechtert. Wenn ich zu lange, glaubst du, einen Gaul hätte ich getreten. Das habe ich mal einem beim Würfeln bewiesen. Aber ich bin zu klug für den Wachdienst. Hm, zweifellos. Okay. Irgendwie ist der so, noch suspekt da. Wenn du glaubst, ich habe Angst, irrst du dich. Wir werden sehen. Okay, also der Typ kriegt keine Arbeit. Gott schütze dich. Du bist also an der Stelle interessiert? Naja, Alex hat gesagt, ich soll hier wegen der Stelle als Wasserträger fragen. Gut, aber zuerst habe ich ein paar Fragen. Wie heißt du? Peter, aber alle nennen mich den Felsen. In den Minen gab's Peter zum Säuefüttern und nicht nur dort. Deswegen... Ah ja. Minen? Du bist also Bergarbeiter? Ja, ich war in den Stollen im Osten beschäftigt. Hoffentlich kann ich bald zurück, weil es mir gerade einfällt. Hast du was von den Oberen gehört? Werden sie die Minen wieder aufmachen? Ich weiß es nicht, aber deshalb bin ich nicht hier. Ich verstehe. Wie sehr willst du die Stelle als Wasserträger? Naja, im Moment gibt's für Bergarbeiter nicht viel zu tun. Zumindest würde ich damit ein paar Groschen verdienen. Die Arbeit ist allerdings hart. Der Weg zum Fluss ist weit. Glaubst du etwa, in einer Mine ist es leichter, wo du monatelang den ganzen Tag auf den Knien verbringst? Mhm. Es gäbe da auch etwas anderes zu tragen. Scheiße. In der Gülle schwimmen? Arbeit halt. Aber was würden die Leute sagen? Ich brauche Geld, klar, aber danach könnte ich in keine Mine zurück. Aber du wirst doppelt entlohnt. Das Geld wäre nicht schlecht, wohl wahr. Aber was dann? Will ich mein ganzes Leben lang Scheiße tragen? So weit wird es nicht kommen. Herr Ratzig kümmert sich um alles, wenn er zurückkehrt. Er wird sich an die Opfer erinnern, die du erbracht hast. Gut, das zu hören. Wenn das so ist, trage ich sogar Scheiße. Wie kommst du zurecht? Du meinst das? Naja, ich habe wieder ein Gefühl im Arm. Was ist eigentlich passiert? Ich bin in Scarlets von einem Pferd umgerannt worden, aber es geht schon besser.
Pass auf, ich sehe doch, dass dein Arm noch nicht verheilt ist. So kannst du kein Wasser tragen. Komm schon, ich schulde dem Knochensäger Geld und brauche Arbeit, damit ich es zurückzahlen kann. Ich tue alles dafür. Er ist also noch angeschlagen. Das ist jetzt eine gute Frage. Ich könnte dir etwas für deinen Arm besorgen. Bitte. Verschaffe ein Heilmittel für den Arm. Peter von... Okay. Hier. Damit sollte der Arm besser verheilen. Vielen Dank. Wie viel schulde ich dir? Gar nichts. Wir Skalitzer müssen zusammenhalten. Danke. Was haben wir ihm denn gegeben? Der Vogt meinte, du hättest kein Wort gesagt. Tja, er ist nicht gerade der Beliebteste nach allem, was passiert ist. Mach mir und den anderen keinen Vorwurf. Mag sein, aber hättet ihr den Mund aufgemacht, müsste ich mich jetzt nicht damit herumschlagen und ihr hättet längst ein paar Groschen. Das kann gut sein, aber jetzt ist es halt nun mal so. Ja gut, Was bekomme ich, wenn ich ein gutes Wort für dich einlege? Ein gutes Wort? Ja. Wenn ich dem Vogt jemanden empfehle, dann hat derjenige sicher bessere Chancen auf die Stelle. Aber ich hab nicht mal einen Pisspot. Hab alles verloren und obendrein Schulden. Aber vielleicht hab ich doch was. Sieh an. Von was sprichst du? Hab in der Mine ein Gerücht gehört, bevor das mit Scarlett war. Was kam dir zu Ohren? Die haben was gefunden und wollten's geheim halten. Gab zwar kein Gemunkel über eine Silberader, aber was soll's sonst gewesen sein? Wenn man des Königs Silber stiehlt, wird man gehängt oder auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Aber du kannst nicht fürs Stehlen von Silber gerichtet werden, von dem keiner weiß. Das ist erst einmal alles. Gott sei mit dir. Okay, wir haben uns jetzt alles angehört. Dann würde ich sagen, ist das schon wieder so spät oder was? Ist doch gerade mal Mittag. Achso, die sind jetzt alle abgehauen. Und jetzt muss ich mich dran erinnern? Och, nö. Gut, das machen wir beim nächsten Mal. Wir machen beim nächsten Mal weiter. Ich bedanke mich fürs Zusehen und sage Schüttelü. Dich wieder. Oh, Heinrich. Wie oft haben wir schon über deine Raufereien geredet? Ach komm, das ist nichts. Ist bloß ein Kratzer.